schon einmal in der Mediathek geblättert? Da warten 1500 Fernsehbeiträge mit Ihren Erinnerungen auf Sie. Sie wissen ja, Mühldorf TV schauen ist gerade so, als wären Sie selbst dabei gewesen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Wahlkreisversammlung. Ins Gasthaus Schecks nach Altötting luden die Kreisverbände Altötting und Mühldorf der FDP stimmberechtigte Mitglieder und Gäste, um ihre Kandidaten für die Wahl zum Deutschen Bundestag zu nominieren. Nach ruhigen Jahren beginnt nun ein neuer Wahlmarathon, begrüßte Altöttings FDP-Kreisvorsitzender Konrad Kammergruber die Gäste zu dieser wichtigen Konferenz. Um sich greifende Unzufriedenheit mit Politik und Politikern und große Wählerwanderungen bringen das Ende der großen Volksparteien und wieder echte Demokratie. Dann nämlich, wenn viele kleine Gruppierungen um die besten Lösungen konkurrieren. Dann nämlich hat der Wähler eine echte Wahl und kann wirklich Einfluss nehmen. Er verglich die Flüchtlinge mit der FDP. Beide wollen Freiheit, Eigenverantwortung und Toleranz. Nach der Feststellung der Zahl der Stimmberechtigten wählten diese den Regensburger FDP-Kreisvorsitzenden Ulrich Lechte zum Wahlleiter. Ulrich Lechte, Fachmann für korrekte Nominierungsveranstaltungen, erledigte zahlreiche formelle Details, bestimmte eine Reihe Personen zur Wahrnehmung besonderer Aufgaben und bat dann um einen Vorschlag für einen Kandidaten oder eine Kandidatin für die Wahl zum Deutschen Bundestag. Frau Sandra Fugendorfer, Licht. Diesen Vorschlag brachte Konrad Kammergruber ein. Er schlug die Mühldorfer Kreisvorsitzende Sandra Bubendorfer Licht vor, die auch im Bezirks- und Landesvorstand sehr aktiv ist. Da kein weiterer Vorschlag einging und Sandra Bubendorfer Licht ihre Bereitschaft zur Kandidatur erklärte, stellte sie sich und ihre Absichten vor. Und ich bewerbe mich hiermit für die Nominierung als eure Direktkandidatin. Seit vielen Jahren Kreisvorsitzende und in dieser Funktion sehr gut mit dem Kreisverband Altötting zusammenarbeitende Liberale kennt sie beide Landkreise bestens, beschrieb sich Sandra Bubendorfer Licht. In zahlreichen Wahlkämpfen konnte sie Erfahrungen sammeln, lernte die Themen kennen, die den Menschen hier auf den Nägeln brennen. Etwa die Verkehrsinfrastruktur. Wenn nun Ende 2019 die Autobahn von Marktl bis München durchgängig befahrbar sein wird, dann ist das kein großer Erfolg, wenn man die 40-jährige Vorgeschichte bedenkt. Es grenzt an Unfähigkeit. Niemand von denen braucht über den Flughafen Berlin zu lachen. Ist es ein Erfolg, wenn es Jahrzehnte dauert, bis wenigstens ein Teilstück der Bahnstrecke zweigleisig ausgebaut wird und wenn dann endlich der Abschnitt Ampfingmarkt Schwaben im Bundesverkehrswegeplan in den vordringlichen Bedarf gesetzt wird? Der ist ja ohnehin nur eine unterfinanzierte Flickschusterei. Gar nichts, eine Augenwischerei. Egal ob aus öffentlicher oder privater Quelle, diese Projekte müssen im Interesse der Wirtschaft dringend finanziert werden. Sie erhöhen auch die Lebensqualität der Bürger beider Landkreise. Wie die Autobahnen muss auch die Breitbandversorgung dringend ausgebaut werden, die bisher im Argen liegt und entscheidend für die Zukunft der Unternehmen ist. Für Großbetriebe genauso wie für kleine und mittlere. Dringend abgebaut werden muss die überbordende Bürokratie. Dazu müssen Dokumentationspflichten minimiert, Aufbewahrungsfristen verkürzt und Verordnungen entrümpelt werden. Für jede neue Vorschrift muss eine alte abgeschafft werden. Die Erbschaftssteuer ist Gift für die Familienbetriebe. Sie muss ersatzlos abgeschafft werden. Die Landwirte müssen wieder von ihrer Arbeit leben können, weiter hochwertige regionale Lebensmittel liefern, sich aber auch an den Grenzen des Marktes orientieren. Die Wertschöpfung in der Landwirtschaft will die FDP steigern, die Entwicklung innovativer Produkte fördern und die unternehmerischen Aktivitäten stärken. Sie sollen wieder freier und unabhängiger agieren können. Nur wer frei und unabhängig leben darf, kann auch seine Talente entfalten. Wer lernt, seine Welt zu verstehen, wird auch seinen eigenen Weg finden. Das zu ermöglichen, braucht Deutschland die beste Bildung der Welt. Das geht aber nur, wenn die Bildung nicht mehr Ländersache ist, sondern Aufgabe des Gesamtstaates. Die aktuellen Reibereien zwischen den Bundesländern passen nicht mehr in die heutige Welt. Dazu muss das Kooperationsverbot aufgehoben und der hohe bayerische Bildungsstandard auf die anderen Bundesländer übertragen werden. Neben diesen wichtigen Themen wird die Asyl- und Flüchtlingspolitik den Wahlkampf dominieren. Als ehrenamtliche Sprachlehrerin ist ihr die Dringlichkeit der Integration bewusst. Deutschkenntnisse sind die grundlegende Voraussetzung für den Zugang zum Arbeitsmarkt. Die FDP liefert auch in diesem Themenbereich die klarsten und nüchternsten Lösungsvorschläge.
Leider gehen diese unter im populistischen Getöse der anderen Parteien und an den hysterischen und ausufernden Debatten. Grundlage des Konzepts der FDP sind zwei entscheidende Elemente. Sie forderte ein Einwanderungsgesetz und die Unterscheidung zwischen Asylbewerbern laut der Genfer Flüchtlingskonvention und Kriegsflüchtlingen, denen schneller, aber zeitlich begrenzter Schutz gewährt werden muss. Das alles war nur ein kleiner Ausschnitt von Themen, für die sie sich einsetzen will. 1969 geboren, verheiratet, zwei Kinder und freiberufliche Dolmetscherin mit eigenem Übersetzungsbüro in Ampfing, stellvertretende Bezirksvorsitzende in Oberbayern und Mitglied im Landesvorstand, bewarb sich Sandra Bubendorfer um die Nominierung zur Wahl zum Deutschen Bundestag. Die beiden Landkreise sind nämlich viel zu schön, um politisch einseitig vertreten zu werden. Auf Konrad Kammergrubers Nachfrage nach ihren Ideen zur Steuergesetzgebung ergänzte Sandra Bubendorfer Licht ihre Forderung nach einem einfachen und übersichtlichen Steuerrecht. Auf weitere Frage sprach sich Sandra Bubendorfer Licht gegen eine Verschärfung des Waffenrechts aus. Die schlimmen Vorfälle der Vergangenheit ereigneten sich ausnahmslos mit illegalen Waffen. Warum sollte man also zuverlässige Sportschützen und Waffensammler durch ein verschärftes Waffengesetz noch mehr gängeln? Damit stimmten die Anwesenden ab. Ulrich Lechte gab das Ergebnis bekannt. Ist sozialistisch, das ist schlimmer als Bionicum. 18 Stimmen abgegeben, 18 Ja-Stimmen, damit 100% gewählt. Um die Zahl der Abgeordneten zu maximieren und die Zweitstimmen abzuschöpfen, sollten die Delegierten einen Listenkandidaten aufstellen. Dafür schlug Sandra Bubendorfer Licht Peter Corticelli vor, der seit Jahren aktiv im Kreisverband Mühldorf mitarbeitet. Da kein weiterer Vorschlag einging und Peter Corticelli seine Bereitschaft erklärt hatte, bat ihn Ulrich Lechte, sich vorzustellen. Peter Corticelli ist seit 2008 Mitglied der FDP und seit 2013 aktiv. Nach schwierigen Wahlen hat er die Freude an der aktiven Arbeit entdeckt und wurde dadurch in den Bezirksvorstand gewählt. Dort leitet er das Bezirksforum für Innen-, Rechts- und Netzpolitik. Besonders setzt sich die FDP hier für das freie Internet ein, für digitale Bürgerrechte und für frei zugängliches WLAN nach dem Muster des Freifunks, bei dem Bürger ihre Internetzugänge unentgeltlich anderen zur Verfügung stellen. Damit könnte ein bayernweit kostenloses WLAN entstehen. Die CSU wird es mit der FDP nicht leicht haben und die FDP wird es der CSU nicht leicht machen. Die absolute Mehrheit werden sie so nicht mehr schaffen. Gegen die AfD hilft nur Mut und Engagement. Angst und Verzagtheit machen sie dagegen groß. So hoffte er, es in Bayern und im Bund wieder in die Parlamente zu schaffen. Auch die Wahl Peter Corticellis brachte ein Ergebnis, das man sonst fast nur aus der Volkskammer der DDR kannte. So stellten sich die Kandidaten dem Fotografen. Konrad Kammergruber dankte Ulrich Lechte für die kompetente Durchführung der Wahl und das gute Ergebnis, mit dem sie nun in die Wahlkämpfe gehen können. Sandra Bubendorfer Licht schloss sich dem Dank mit kleinen Präsenten an.